Das Geheimnis ist gelüftet, so wie es aussieht. Der dritte Hinweis zu diesem Kraut war dann der richtige gewesen. Es ist kein Hirtentäschel. Es ist auch keine Brunnenkresse. Es ist Waldschaumkraut. Waldschaumkraut. So heißt das Zeug. Tja, also entweder ist es mir dieses Jahr nur extrem ins Bewusstsein geschossen. Ich weiß echt nicht, ob das jedes Jahr kommt. Keine Ahnung, aber dieses Jahr ist es halt echt extrem aufgefallen. Überall sprießt das Zeug raus. Wie wenn jemand letztes Jahr irgendwie oben drüber geflogen ist und einen Haufen Samen hier runtergelassen hat. Ich weiß es nicht, wie es passiert. Hier ist ein ganzes Beet voller Waldschaumkraut. Alles voll. Alles voll. Tja. Ist schon irgendwie verblüffend, finde ich. Und hier steht die Wirkung dazu, so wie es Google uns sagt. Das Schaumkraut regt die Verdauung an, wirkt krampflösend und kann bei rheumatischen Beschwerden helfen. In der Volksmedizin geht es als blutreinigend, homöopathisch angewendet, wirkt es bei Magenkrämpfen. Es findet auch bei Asthma und Husten seine Anwendung. Und ja, was passt denn besser als Heilkraut als dieses zurzeit, finde ich? Guckt euch mal um, bin mal gespannt, ob es bei euch auch so extrem sprießt wie bei mir. Aber ja, das sage ich mal, ist die Frühlingspflanze 2021. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Den geilsten Comment finde ich aber das hier. Geil. Ihr Fenster.